Warum haben Sie denn dann die Steine geworfen? Haben Sie die einfach in die Luft geworfen? Ich habe die Steine einfach in die Luft geworfen, ja. Ich bin im Junge Union-Milieu groß geworden. Bin mir nicht sicher, ob meine Mutter mich jemals gewählt hat. Das meine ich mit dem Zwielicht. Auf der einen Seite hast du noch diese überlappende alte Realität aus der Nazi-Zeit und auf der anderen Seite dann das neue demokratische Deutschland, das zum Beispiel beim jungen Menschen wie bei mir mit diesem Film eine enorme Wirkung ausgelöst hat. Und das hat meines Erachtens ganz entscheidend auch zum Erfolg beigetragen, dann der Bundesrepublik Deutschland, dass sich aus diesem Zwielicht rausarbeiten konnte. Aber das dauerte und bedurfte noch heftigster Auseinandersetzung. Die Loslösung von dem Zwielicht begann ja dann mit dem großen Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Begann dann sozusagen die große Wende. Aber die dauerte noch, als ich Abgeordneter war, war überhaupt nicht dran zu denken, dass etwa Wehrdienstverweigerer oder Deserteure, das waren Verräter am deutschen Volk, auch in der Endphase. Und was wäre gewesen, wenn die Nazis gewonnen hätten, gerade für unsere Generation? Das wäre eine unendliche Katastrophe geworden. Den Jungen, den du da hinter der Rollei-Kamera siehst, war eher Junge Union. Das darf man nicht vergessen. Ich bin im Junge Union-Milieu groß geworden. Meine Eltern haben immer christdemokratisch gewählt. Katholisch, Heimatvertriebenen. Der CDU-Landtagsabgeordnete hat den Lastenausgleich gemacht. Also die sind bei jeder Landtagswahl weit gefahren, um den direkt auch wählen zu können. Ne? Das darf man nicht vergessen. Bin mir nicht sicher, ob meine Mutter mich jemals gewählt hat. Also es war das, was man christdemokratisches Stammwählermilieu nannte. Und entsprechend habe ich auch gedacht, politisch, weil so bin ich aufgewachsen und was anderes kannte ich nicht. Und noch als ich dann in dieser Zeit der Fotografenlehre in den Club Voltaire kam, durch Zufall, habe ich noch also eher CDU-Position vertreten. Joschka, der Straßenkämpfer. Man war eine kleine radikale Minderheit und die Antwort der Mehrheit war immer, entweder geh doch nach drüben. Es war die mildeste Form, ihr gehört ins Arbeitslager, war die mittlere Form und ihr gehört alle vergast, war die schärfste Form. Keine Atempause, Geschichte war ausgemacht, das geht voran. Ich bin dann Joschka, der Philosoph geworden und dann Grüner. Es war die Zeit, in der was ganz anderes begonnen hatte, die Anti-AKW-Bewegung. Es ist eine neue Fraktion eingezogen. Sie sind mit Blumen hierher gekommen, aber sie haben viel Hass gesät. Der soll einmal zuerst, wenn er in den Bundestag reingeht, einmal seine Turnschuhe ausziehen. Ich hätte lieber auch andere Schuhe angezogen, aber es musste sein. Also unterm Strich, Revolution gescheitert, aber viel gelernt. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. These, es macht mir nichts aus, die nehme ich keinem ab. Wie hart er ist im Nehmen, heißt ja nicht, dass es nicht wehtut. Ich war voller Sorgen, mir war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Excuse me, I'm not convinced. And I cannot go to the public and say, well, let's go to war. Offensichtlich musste unser Land auch durch solche Auseinandersetzungen ein Stück weit durch. Jetzt wird sogar Guido Westerwelle, habe ich neulich gelesen, als 68er erklärt. Das hat er nicht verdient, das haben wir nicht verdient.